Aber Leban, das ist die interessante Frage. Sehen Sie da keinen Spielraum, selbst unter den jetzigen Bedingungen der Formulierung oder der Interpretationsmöglichkeiten des Anschlussbenutzungszwangs, um solche Konfliktsituationen zu umgehen? Moment, wir haben Anschlussbenutzungszwang. Wenn wir den nicht reinschreiben in unserer Satzung, kriegen wir die Satzung nicht bestätigt. So, weil das eine zentrale Doktrin ist. Und das haben wir gemacht und das ist das Problem. Und danach sind wir eingebunden. Wir unterliegen bestimmten Gesetzlichkeiten hier und die setzen wir durch. Wir sind öffentlicher Dienst, ich bin Angestellter und so handeln wir. Liebe Fäkalienbrüder und Schwestern, ich möchte den Gruß heute natürlich auch nicht beschränken auf den unmittelbaren Kreis der Interessierten. Sondern ich habe mir vorgenommen, da ich ja weiß, dass heute verantwortungsvolle Politiker hier sind, auch die anzusprechen. Also ich sage ganz bewusst, sehr geehrter Herr Ministerpräsident, sehr geehrter Herr Minister, verehrte Gäste und liebe Fäkalienbrüder und Schwestern. Also es ist bewiesen, dass da, wo Menschen sich einig sind und den Weg der Zentralisation nicht gehen wollen, es Lösungswege gibt, dieser Bürokratie Zugeständnisse abzutrotzen. Auch wenn jetzt schon die kommunalen Monopole wie einst die Gutsherren herrschen und meinen, weder Europarecht noch Bundes- und Landesrecht seien für sie von Bedeutung. Wie viel Schlimmeres steht uns ins Haus, wenn Privat- und Kapitalinteressen über dem Menschenrecht auf Wasser stehen? Denn wer Wasser hat, hat Macht über Menschen. Ich erzeuge kein Abwasser, weil für Abwasser eine fachlich-inhaltliche Definition gilt, die sehr deutlich sagt, Abwasser ist abfließendes Schmutzwasser. Und die von mehr oder weniger schizophrenen Richtern gefundene Begründung, dass bereits mit dem Aufdrehen des Wasserhahnes Abwasser entstände, dieser Theorie folgt kein normaler und gesund denkender Mensch. Und da es sich also um mein häusliches Schmutzwasser handelt, welches mein Eigentum ist, denn da steckt mein Bier drin, da steckt mein Schnitzel drin, da steckt mein Wasser drin in diesem Schmutzwasser. Und dieses Eigentum verwende ich, indem ich es recycle, vollständig wieder. Und es gibt kein Gesetz in dieser Bundesrepublik, das mir die Wieder- und Weiterverwendung meines Eigentums untersagen könnte. Ich habe sofort ein halbes Jahr nach dem Probebetrieb meiner Anlage durch ein autorisiertes Unternehmen in Frankfurt-Oder, durch ein Labor, eine Ablaufprobe machen lassen. Und diese Ablaufprobe hat so hervorragende Werte ergeben, dass sich ein Zweckverband mit seiner Großkläranlage die Finger lecken würde, wenn er ein solch schönes, sauberes, gereinigtes häusliches Schmutzwasser auf die Wege bringen könnte. Das kann eine große Anlage nicht in dieser Qualität. Wenn ich diesen schönen Farbkomplex Blau und Grün hier sehe, dann wird mir hier vorgegaukelt von diesem Zweckverband, der dahinter steckt, dass er sich um das Wasser, das schöne Blau, um meine Lebensgrundlagen kümmert und dass er sich um die Natur kümmert. Beides, der Schutz des Wassers und der Natur, scheint er hier auf seine Fahne geschrieben zu haben. Genau das Gegenteil ist der Fall. In diesem Zweckverband wird das Wasser des Landes verwiesen. Es wird einfach aus dem Land entsorgt, es ist weg und die Folge ist, dass die Natur immer weniger Wasser zur Verfügung hat, dass der Grundwasserstand immer weiter sinkt, dass unser Land Brandenburg vertrocknet. Und das ist also genau das Gegenteil von dem, was dieser Zweckverband den Menschen hier weismachen will. Mit nicht einem einzigen Wort wird bisher das Umweltverbrechen erwähnt, bei dem jährlich durch Berlin und Brandenburg mehr als 500 Millionen Kubikmeter behandelten Abwasser
auf der fließenden Welle der Oder und der Elbe aus dem Land einfach entsorgt werden. Wobei Schadstofffrachten von mehr als 10 Millionen Tonnen in die Meere fließen. Ich denke mal, hier steht ein generelles Problem ins Haus, dass die bisherige Abwasserbeseitigung, so wie sie ja in der Praxis erfolgt und vom Gesetzgeber eigentlich sogar gewollt ist, dass diese Abwasserbeseitigung eigentlich ein Verbrechen an der Natur ist. Es gehen also alleine aus dem Land Brandenburg jährlich mehr als 500 Millionen Kubikmeter behandeltes, in den Großkläranlagen behandeltes Wasser einfach auf der fließenden Welle der Oder und der Elbe weg in die Meere. Da sind dann noch enthalten Schadstofffrachten von mehr als 10 Millionen Tonnen. Hier wird also etwas gemacht, was den meisten Menschen nicht klar ist und wo ich eben sage, das ist ein Verbrechen an der Natur, dem schließe ich mich nicht an. Ich lasse mein Wasser im Land, da wo es dringend gebraucht wird. Und die letzte Analyse von Professor Freude, Umweltamt, hat ja gezeigt, Brandenburg hat ernste Sorgen mit seinem Grundwasser. Das Grundwasserdefizit in Brandenburg ist in den letzten Jahren weit unter die 2-Meter-Marke gesunken. Und da sage ich mir, warum soll ich ein solches Umweltverbrechen noch unterstützen? Ich lasse mein Wasser hier und damit, meine ich, habe ich den höchsten denkbaren Umweltstandard. Diese Landesregierung verliert auch nicht ein einziges Wort dazu, dass sie jährlich Hunderte von Bürger vor Gericht zerrt. Einzig und allein deshalb, weil sich diese Bürger an diesem Umweltverbrechen der Regierung nicht beteiligen wollen und ihr häusliches Schmutzwasser selbst recyceln und wiederverwenden und damit im Lande lassen. Ja, das ist der Wunsch des Zweckverbandes, dass er sich an meinem Eigentum bereichert. Als fachliche Begründung wird sogar von diesem Zweckverband dahingehend argumentiert, sie brauchen mein schadstofffreies häusliches Schmutzwasser zum Verdünnen ihrer kreuzgefährlichen Abwässer, in denen ja, wie gesagt, die Abwässer der Krankenhäuser mit den vielen pathogenen Keimen und so weiter stecken und die Abwässer der Industrie. Und dieser Unrat soll durch mein relativ sauberes und harmloses häusliches Schmutzwasser verdünnt werden. Dazu brauchen die mein Eigentum. Aber mein Eigentum gehört nun mal mir und da bin ich sehr eigen und sage, das gebe ich zumindest ohne Entgelt nicht her. Aber die wollen ja, dass ich ihnen den Diebstahl, den sie mit meinem Eigentum vorhaben, auch noch bezahle. Bis heute sieht die Landesregierung nicht nur zu, sondern ihre Ministerialbürokraten tun sogar alles Erdenkliche dafür, dass der Anschluss- und Benutzungszwang von den Behörden wie ein rigider Knüppel geschwungen wird, damit jeder Ansatz von Selbstbestimmung im Umgang mit dem Menschenrecht Wasser bereits im Keim erstickt wird. Diese Politik entartet so weit, dass Zweckverbände erklären dürfen, für einen Gebührenbescheid seien nicht Leistungen ihrerseits erforderlich, sondern die Grundlage für Gebühren sei der Anschluss- und Benutzungszwang. Die Natur hat es immer richtig eingerichtet. Und die Natur hat vorgesehen, mit dieser Oberfläche unserer Erde, mit der biologisch aktiven Schicht von 20 bis 30 Zentimetern hier in unseren Breiten, alle auf dieser Erde lebenden Exkremente der Lebewesen voll biologisch hervorragend umzusetzen. Und wenn man sich die Wirkungsweise dieses weisen Prinzips ansieht, dann muss man das Thema nicht studiert haben, dann reicht eigentlich gesunder Menschenverstand, um zu sagen, das, was die Natur macht, kann ich entweder vollständig, das gelingt noch nicht in vollem Maße, aber das kann ich nachbilden, das kann ich nachempfinden
Und dazu sind heute schon so hervorragende technische Lösungen da von Menschen, die sich dem Zwang der Zweckverbände eben nicht angeschlossen haben, dass es also eine Vielzahl technischer Lösungen gibt, um den natürlichen Reinigungsprozess, der sonst durch die biologische aktive Schicht der Erde vor sich geht, in technischen Lösungen nachzubilden und dabei wesentlich bessere Effekte zu erzielen, als das die Großen jemals können. Und ich habe eben eine Lösung realisiert, eine technische Lösung, im Gegensatz zum Beispiel zu der naturnahen Lösung des Pflanzenbeetes, die keinen Energieeinsatz erfordert, deswegen eigentlich eine der effektivsten Lösungen auch ist. Ich hatte wenig Platz für ein Pflanzenbeet und habe mir eine technische Lösung eigentlich kopiert. Ich muss sagen, die habe ich nicht erfunden. Diese technische Lösung beruht auf dem ganz simplen Gedanken, dass die gelösten Bestandteile in den häuslichen Schmutzwässern durch das, was sonst im Boden geschieht, durch Bakterien aufgefressen werden. Also steht die Frage, wie kriege ich denn Bakterien zum Leben erweckt, wie kann ich sie am Leben erhalten, damit sie den Unrat, der sich in meinem häuslichen Schmutzwasser befindet, auffressen. Und das mache ich in einem Bioreaktor, ich nenne es mal so. Es gibt viele Namen für diese Art der Technologie. In diesem Bioreaktor strömt über eine Aquariumpumpe 20 Watt Leistung Luft ein. Diese Luft strömt nach oben, strömt vorbei an einem, ich nenne es mal Mikroorganismenträger. Der ist ausgebildet wie eine große Flaschenbürste. Und an diesen Fäden der Flaschenbürste hängen die Mikroorganismen, werden also mit Sauerstoff versorgt und fressen diese ganze Scheiße dort auf. Das ist das Prinzip dieses Bioreaktors und das, was in diesem Bioreaktor an gereinigtem häuslichen Schmutzwasser übrig bleibt, das fließt dann in diesen Schönungsteich und da verlässt es diesen Teich nicht wieder. Dass für die Verantwortlichen die 12-jährige Abwassermisere nicht einmal peinlich zu sein scheint, ist für die betroffenen Bürger einmal mehr ein Beweis für das Scheitern der Demokratie in diesem Land. Unser ehemaliger Ministerpräsident, heute schon mal mit Namen genannt, Herr Dr. Stolpe, hatte in Eisenhüttenstadt vor anderthalb Jahren die Sache auf den Punkt gebracht, als er feststellte, die Abwasserpolitik nicht nur im Land Brandenburg, hat die Grenze zur Kriminalität bereits weit überschritten. Wir werden diesen Zustand zu den bevorstehenden Wahlen zu würdigen wissen, denn wir messen unsere Regierung daran, wie sie uns unser Menschenrecht auf Wasser garantiert. Andienungspflichten sind Knechtspflichten. Und als Knechte verstehen wir uns nicht, sondern gemäß der Charta der Vereinten Nationen als mündige Europäer. Dankeschön.